Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Es ist mal wieder soweit, ich darf euch mal wieder ein neues Produkt vorstellen und präsentieren. Die Firma Nua hat mich gefragt, hey Daniel, hast du mal wieder Lust, von uns ein paar Produkte zu zeigen, zu präsentieren und vorzustellen? Und da habe ich dann gesagt, klar, mache ich gerne. Heute habe ich euch mal mitgebracht ein wirklich sehr, sehr kleines, leichtes und handliches Reisestativ. Es nennt sich LT32, wiegt 1,18 Kilo. Ich habe es wirklich nachgewogen, ist wirklich so. Also ist wirklich vom Gewicht her total easy. Das Packmaß, ihr seht das. Das sind jetzt hier 47 cm. Wenn ihr alles komplett einklappt, die Füße vielleicht noch abschraubt, dann kommt ihr so auf 42 cm. Die Arbeitshöhe ist 1,57 m, die ihr maximal nutzen könnt. Das ist eine Höhe, die ich nur sehr, sehr selten brauche. Von dem her für mich wirklich eine tolle Geschichte. Jetzt wird sich der eine oder andere wieder fragen, Mensch, der sagt immer, der braucht kein Stativ, der nutzt doch kein Stativ. Natürlich brauche auch ich mal ein Stativ. Und ich habe ja ein kleines Reisevideostativ seit einem Dreivierteljahr im Einsatz, was ich jetzt hier auch gerade verwende. Und dann habe ich noch ein großes, relativ sperriges und schweres Stativ, was ich hauptsächlich nehme, um zu filmen mit dem Teleobjektiv. Das ist jetzt aber nichts, wo ich zum Beispiel mal die A6700 draufschnallen würde, um mal eine Timelapse zu machen oder sowas. Dafür ist das einfach overpowered. Und deswegen war ich auf der Suche nach einem kleinen, handlichen, niedlichen Stativ. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt mal zusammen aus. Es gehört natürlich hier diese wetterfeste Tasche mit dazu. Finde ich erstmal sehr, sehr gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist etwas, was bei mir dann in der Regel zu Hause bleibt. Im Packungsinhalt dabei ist natürlich ein kleines Werkzeug, ein Imbusschlüssel und wir haben auch austauschbare, wechselbare Füße. Wir können also von Gummifüßen hier auf diese Spikes wechseln. Das macht sich sehr, sehr gut, wenn man irgendwo im weichen Boden oder sowas unterwegs ist, im Kies oder so. Da einfach eine tolle Geschichte, finde ich sehr, sehr gut. Dann haben wir mit dabei einen kleinen Adapter, wo ihr dann andere Kugelköpfe zum Beispiel befestigen könnt. Einmal mit einem 1/4 Zoll Gewinde könnt ihr draufschrauben, aber ihr könnt das hier auch, ich zeige es euch mal ein bisschen näher, ihr könnt das hier auch so abmachen oben. Das seht ihr, das ist bloß ein Adapter. Und dann habt ihr auch 1/4 Zoll Gewinde, funktioniert auch sehr gut. Und damit könnt ihr zum Beispiel die meisten anderen Kugelköpfe auch auf dieses Stativ bringen. Von dem her auch eine ganz nette Geschichte. Dann haben wir natürlich einen Tragegurt für das Täschchen mit dabei. Und dann haben wir noch das Stativ selbst. Ihr seht das, ist komplett aus Kohlefaser. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen, es ist eine andere Art von Stativkopf. Finde ich persönlich sehr, sehr spannend und ich werde euch gleich zeigen, was daran so besonders ist. Hier unten habt ihr die Füße, ich hatte es schon gesagt, die könnt ihr abschrauben. Das sind solche Gummifüße, ich komme ein bisschen näher ran, da seht ihr das ein bisschen besser. So, könnt ihr hier schrauben, die könnt ihr auch zur Höhenverstellung mitnutzen, müsst ihr aber nicht. So, ich schraube es wieder rein und dann könnt ihr die ersetzen durch die Spikes, hatte ich euch gezeigt. Funktioniert dann natürlich genauso. Ja, dann haben wir diese Schnellverschlüsse, mag ich sehr. Aufklappen, runter machen. Das wäre jetzt die maximale Arbeitshöhe, die ihr erreichen könnt. Da seht ihr hier so Imbusschrauben und damit könnt ihr das Ganze dann nochmal auch wieder nachstellen, nachjustieren. Dafür ist auch der Schlüssel mit dabei. Finde ich auch immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und hier haben wir wohl irgendein Element vergessen. Genau. So, und dann steht das Stativ hier so. Ihr seht jetzt nur noch den Kopf. Ich gehe mal ein Stück weiter hinter wenigstens. Und dann seht ihr aber mal so die Arbeitshöhe, wenn ihr die Mittelsäule nicht ausfahrt. Ich fahre die jetzt einfach mal ein bisschen hier so hoch. So, dann wäre das so die Arbeitshöhe. Kamera zeige ich euch gleich, wenn die drauf ist. Steht wirklich stabil. Ihr habt hier einen Haken, wo ihr auch eine Tasche dranhängen könnt und solche Geschichten. Dann habt ihr hier ein 1/4 Zoll Gewinde hier oben dran. Da könnt ihr Magic Arm befestigen, wenn ihr euer Smartphone, euer Tablet, vielleicht auch eine Lampe oder was auch immer befestigen wollt, zeige ich euch auch gleich. Wir haben jetzt hier unseren Kugelkopf und das ist die Geschichte, wie das befestigt wird. Ich habe jetzt hier die Stativplatte einfach mal abgemacht, zeige ich euch nochmal. Einfach hier drauf drücken, einrasten. Dann verriegelt man einfach nur diesen Bippus hier und dann ist die Kamera fest.
Und das bedeutet, wir haben keine Schraube mehr, um die Stativplatte zu fixieren und zu befestigen, sondern wir machen das hier einfach nur über diesen kleinen Hebel. Und das funktioniert unglaublich gut, finde ich persönlich eine richtig gute Geschichte, weil ich nicht ständig zwischen oder mich entscheiden muss zwischen eben dieser Platte, um die Kamera am Rucksack zu befestigen, oder eben einer Stativplatte. Und das finde ich ein Gamechanger, könnte man schon fast sagen, finde ich wirklich nice. Und im Übrigen hat Muir mittlerweile auch so einen Kamerahalter für Rucksäcke im Angebot, wo ihr dann exakt die Platten, die auch hier auf den Stativkopf kommen, dazu bekommt. Und so könnt ihr dann unterschiedliche Kameras mit den gleichen Platten ausstatten, könnt sie sowohl am Rucksack befestigen als auch auf eurem Stativ. Also ihr habt hier diesen Button, den seht ihr. Den schiebt ihr nach oben, dann ist die Kamera immer noch safe, ist immer noch sicher. Also wenn ihr mal vergesst, den Button zu verriegeln, ist es nicht ganz so schlimm. Dann drückt ihr ihn rein und schon habt ihr die Kamera in der Hand. Da ist dann wichtig, wenn der Button gedrückt wird, Kamera auch wirklich in der Hand haben. Dreh das Ganze mal, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser seht. Hier oben ist der Verschluss. Das ist das Ganze, was dann hält. Und ich hänge die Kamera immer unten ein, so schräg ein, reingedrückt. Muss man mal gucken, dass es passt. Dann drücke ich sie nach oben, Kamera ist fest, riegeln und das war's. Ja, dann seht ihr hier an diesem Stativkopf schon die Möglichkeiten, wie man die Kamera navigieren kann. So natürlich könnt ihr sie ausrichten über die Wasserwaage in eurer Kamera oder die kleine Wasserwaage, welche ihr hier mit dazu habt. Okay, Kamera wieder rein, zack. Ne, jetzt habe ich sie falsch rum drin, so will ich es natürlich nicht. So, verriegeln und das war's. Und jetzt könnt ihr hier euch das einstellen, wie ihr das braucht. Geht auch hochkant. Und dann könnt ihr euch die Kamera hinschieben, wo ihr sie haben wollt. Geht natürlich auch auf der anderen Seite hochkant, klar, keine Frage. Auch hier schiebt ihr, wie ihr wollt. Und dann einfach mit dieser Spange hier fixieren und alles ist fest, alles ist safe, alles ist ausgerichtet. Also es funktioniert wirklich richtig, richtig gut. Dann habt ihr das Stativ so, aber natürlich noch eine recht, recht lange Arbeitshöhe durch die Mittelsäule. Das ist nicht so ganz praktisch, aber natürlich ist es auch hier, wie man das kennt, von einem Stativ. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze natürlich zu verkürzen. Entweder unten Fuß rausschrauben, dann könnt ihr das Ganze rausnehmen. Fuß, sage ich schon. Das ist ein Haken, wo ihr das Stativ ein bisschen beschweren könnt. Das kennt ihr, glaube ich. Dann die Verlängerung einfach abschrauben. Und dann könnt ihr das Ganze hier so machen. Dann kommt er natürlich viel näher an den Boden. Ganz klar, ne? Also da sind wir dann schon mal ein gutes Stück weiter unten. Jetzt könnte man die Füße hier natürlich noch alle wieder einklappen. So. Wenn das eingeklappt ist, sieht das Ganze so aus. Da habt ihr natürlich eine sehr, sehr gute Arbeitshöhe, finde ich. Damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Aber ihr habt natürlich auch immer die Möglichkeit, die Mittelkonsole andersrum einzusetzen. Zack. So rum. Und dann könnt ihr auch unterm Stativ eure Kamera anbringen. Das kennt man natürlich. Und habt dann dadurch die Möglichkeit, bodennahe Aufnahmen zu machen mit euren entsprechenden Kameras. So würde das dann aussehen, dann Kamera unten dran, wie ich es euch gezeigt habe, funktioniert ebenfalls sehr, sehr gut. So, ich habe alles wieder zurückgebaut, so dass es wieder so ist, wie ich eigentlich mit dem Stativ arbeite. Ihr habt es gesehen, Kamera drauf, fertig, erledigt, hält, ne? Überhaupt kein Ding und passt soweit. Wenn ihr die Mittelsäule jetzt ganz nach unten fahrt, so, das wäre jetzt ganz unten, der Stativkopf ist jetzt unten in seiner Schale drin, so nenne ich es jetzt mal. Dann habt ihr bei der Navigierungseinstellung eine Möglichkeit von 15 Grad. Das heißt aber, ihr kommt so nicht ins Hochkantformat. Dafür müsst ihr die Mittelkonsole oder Mittelsäule ein Stück rausnehmen, ein Stück nach oben nehmen. Die Kamera darf dann natürlich nicht mehr an die Füße stoßen, ist ja ganz klar. Aber dann kommt ihr auf diese Hochkantposition, das funktioniert also auch. Ja, ihr Lieben, bevor wir wieder zum eigentlichen Stativ, dem LT32 von Muir kommen, noch ein weiteres Produkt, was mir von Muir zur Verfügung gestellt wurde, nämlich ein Magic Arm. Und ja, dieser Magic Arm hat nochmal eine besondere Funktion, denn er hat hier so Fixierungspunkte, die das Ganze nochmal ein bisschen sicherer machen. Das hat der Magic Arm, den ich bisher im Einsatz habe, in der Form nicht. Und dadurch
verrutscht das nicht, auch wenn das mal ein bisschen locker ist, schon eure Verschraubung, bleibt alles in Position, finde ich sehr, sehr gut. Und dann habt ihr hier, wie man das kennt von diesen Geschichten, diese Klemme, die kann ich jetzt natürlich nehmen und sie hier am Stativ befestigen. Bin ich immer nicht so ein Fan von, weil wenn man mal zu dolle dreht, dann kann es passieren, dass man das Rohr zerdrückt, wenn dann oben an der Halterung befestigen zum Beispiel, das würde noch gehen, aber da hält es immer nicht ganz so gut. Deswegen ist der einfachere Weg, man schraubt einfach die Klemme ab, die Spange, und das geht ja super schnell. Dann nimmt man seinen Magic Arm und nutzt einfach das Viertelzollgewinde, was am Stativ mit dran ist, fixiert das Ganze, schraubt es fest. So. Und dann kann man hier seine Videoleuchte befestigen. Man hat natürlich auch die Möglichkeiten, Smartphone-Halterung, Tablet-Halterung, vielleicht die Fernsteuerung für eure Drohne, keine Ahnung, was auch immer ihr festmachen wollt, könnt ihr mit einem solchen Magic Arm befestigen und dann ganz flexibel ausrichten, so wie ihr es gerne haben möchtet. Also ich feiere diese Dinger schon seit ewigen Zeiten, nutze ich auch daheim sehr oft bei Livestreams zum Beispiel, um ja ein bisschen Beleuchtung zu schaffen. Funktioniert wirklich richtig gut. Das wollte ich euch mal noch schnell zeigen. Und ja, dafür sind doch diese Viertelzollgewinde hier immer sehr, sehr praktisch an eben diesen Stativen. Ja, wenn ihr die Füße hier anklappen wollt, dann ist die Grundstellung 22 Grad, die ihr hier einnehmt. Wenn ihr in die zweite Stufe geht, dann entspricht das 55 Grad vom Winkel her. Und wenn ihr ganz hoch geht, dann sind das 70 Grad. Das sind die drei Stufen, wie ihr die Füße einstellen könnt. Ja, die Tragfähigkeit dieses Stativs wird vom Hersteller Neura mit 10 Kilo angegeben. Das heißt eigentlich, man kann hier alles draufpacken, was man so an Kamera und Objektiv-Equipment daheim hat, glaube ich. Teleobjektive auf solche kleinen Reisestative, da bin ich immer kein Freund davon. Das kann man mal machen für einen Shot, sage ich jetzt mal. Aber dauerhaft finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin da eher so ein Freund drauf. Maximal das 70 bis 200 und dann ist aber auch gut. Das ist so das, wie ich das immer handhabe und mache für ein großes Teleobjektiv, nehme ich auch ein entsprechend großes Stativ. Da fühle ich mich persönlich einfach wohler und sicherer und ich habe da auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Bin da also quasi so ein bisschen ein gebranntes Kind, deswegen ja. Aber das kann jeder für sich bewerten. Herstellerangabe 10 Kilo, finde ich völlig ausreichend, völlig okay. Und ja, ist ein tolles Stativ, kann ich nicht anders sagen. Maximale Arbeitshöhe hatte ich schon erwähnt, 1,57 Meter zu 100% aus Carbon gefertigt. Ihr habt tolle Möglichkeiten mit dem Quick Release, was kompatibel ist zu der Kamerahalterung von Peak Design für euren Rucksack. Super Geschichte. Ja, die Kamerahalterung von Neura, die ähnlich funktioniert wie die von Peak Design, die verlinke ich euch unten ebenfalls mal mit in der Videobeschreibung. Könnt ihr schauen, und genauso verlinke ich euch natürlich den Magic Arm und natürlich dieses Stativ. Zum Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, ist es gerade in einer Rabattaktion. Der normale Straßenpreis liegt bei 270 Euro. Das ist viel Geld, aber ihr bekommt auch viel, finde ich. Also dieses Stativ macht mir wirklich Spaß. Ich bin jetzt nicht der große Stativfotograf, das wisst ihr. Aber ich habe so wieder ein bisschen mein Herz an Timelapse verloren. Und zwar Timelapse mit einer Systemkamera. Und das funktioniert nicht ohne Stativ. Da braucht man ein Stativ, es geht nicht anders. Auch für die Filterfotografie, Langzeitbelichtung braucht es einfach ein Stativ. Und so ein kleines, kompaktes, leichtes Reisestativ reicht dafür locker aus. Und ja, ich habe es immer mit dabei. In letzter Zeit nutze es sehr, sehr gern. Man kann damit auch gut filmen, weil es sich ja gut drehen und schwenken lässt. Also man kann gut damit arbeiten, und wenn man die Spange ein bisschen schließt, dann hat man ein bisschen Widerstand. Das ist nicht vergleichbar mit dem Fluid-Videokopf, ganz klar, aber es geht. Man kann damit auch mal einen Videoshot machen. Von dem her sehr, sehr gute Geschichte. Und ja, ich kann euch dieses Stativ wirklich sehr ans Herz legen, dass ihr euch das vielleicht mal anschaut, dass ihr mal drüber schaut in die Produktbeschreibung von Neura. Und ja, tolles Stativ, kann ich nicht anders sagen. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ob es was für euch ist, das müsst ihr natürlich selber entscheiden, selber bewerten. Ich bin damit wirklich sehr, sehr happy. Ja, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, wenn ihr das Ganze interessant fandet und ja, ihr drüber nachdenkt, euch das Stativ zu kaufen, dann, wie gesagt, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung. Ich bekomme dann ein bisschen was an Provision. Für euch wird es dadurch nicht teurer. Und ja, in diesem Sinne,
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.